Und wehe, ihr packt hier nur, ihr packt nicht hier, ich meine, ihr geht in kein Geschäft. Okay, der war in irgendeinem Geschäft, jetzt nur noch die beiden. Es sei denn, die waren hier irgendwo. Und die einfach nur durchfahren, weil sie wenden wollen, wäre das echt doof. Dann müsste man, wie war das? Despawn ausschalten, genau. Verkehr löschen. Kreuzungsbeschränkung. Ach so, cool. Mensch, du haben sie ja einiges gemacht. Aber das will ich gar nicht. Ich möchte Fahrzeugbeschränkung. Hier dürfen keine Autos durch. Taxis dürfen, LKWs auch nicht. Doch LKWs dürfen. Müll auch und Notfalldienst. Ja, okay, gut. Aber keine normalen Autos. So, fertig. Damit hier keiner umlenkt, einfach so. Und die Taxis müssen ja durch, weil die da hinten sind. Die LKWs zum Transportieren für die Geschäfte und Müll und Krankenwagen, oder Feuerwehr oder wie auch immer, muss ja durchkommen. So, und wie sieht's inzwischen hier aus? schon wieder so ein bunter Tumult. Aber die Leute werden hier langsam weniger, oder? Habe ich nur das Gefühl. Und immer wieder neue für die Linie. Ich glaube, jetzt ist er langsam fertig. Und wieder irgendwo Helikopter. Jetzt ist der hier wirklich fertig. Na gut, dann... Also so langsam können wir auch mal die Linie hier so ein paar Fahrzeuge entfernen. Fahrzeug entfernen. Ruckelt zum Glück überhaupt nicht. So. So, das muss reichen. Alle 400, knapp 500 Meter gibt es jetzt einen Bus. Und natürlich, die fahren jetzt halt alle. Die sind jetzt alle nicht mehr als Bus ausgewiesen. Wie es mit denen hier oben aussieht, keine Ahnung. Okay, da gibt es auch einige. Die müssen aber jetzt wenden, genau. Naja. Hier, massenweise. Ich frage mich, was mit den Leuten passiert, die in dem Bus sitzen. Die spawnen die dann einfach wieder an den Anfang ihrer Strecke, oder? Halt, wie viel hatten wir in Verwendung? Zwei mehr. Also 82. Waren es nicht mal noch mehr? Na egal. Das Allerwichtigste, warum haben wir diese Linie hier nicht umgefärbt? Machen wir das in einem Gelb-Grün? Weiß ich nicht. Hier kriegst du so ein Khaki, so ein elendes Industrie-Khaki. Was sind die Linie geht? Geh mal weg, Fenster. Die Linie geht? Ja, bis da hinten, okay. Ja, wird schon irgendwo stimmen. Oh. Ein bisschen Verkehr ist hier gerade. Das sind aber auch nicht die Original-Busmodelle, ne? Das sind halt auch irgendwelche anderen. Und alle fahren sie durch das Auto durch. Kann man das nicht, anklicken? Nö. Warte mal, move it. Muss doch gehen. Okay, geht nicht. Na gut. Den Stau sollten wir wieder einigermaßen eingedämmt haben. Und hier sind auch die ganzen roten Häuser. Ach. Ja. Definitiv besser. Und hier oben? Hier oben sind die Straßen sowieso überlastet. Oh. Halt, was bist du denn, mein Lieber? Bist du ein normaler PKW? Aha. So, wer bist denn? Du bist der Besitzer? Ja, okay. Der geht zu seiner Residenz. Naja. Halt, wackelt doch mal nicht, du Bild. So. Pass auf. Tschüss. Du bist nämlich ein blöder Fahrer. So was will ich hier nicht sehen in meiner Stadt. Ich frage mich, ob der jetzt auch verschwindet. Ich sehe es aber nicht mehr. Oder? Ist der noch da? Irgendwo? Der SUV ist
weg. Also ich sehe ihn nicht mehr. Na gut, egal. Ach, nicht genügend Arbeiter. Wie viel hast du denn? Ja, okay, gut. Nachvollziehbar. Aber der ist sogar überqualifiziert, der eine Arbeiter. Immerhin. Ne, was steht da? Ach so, 3 verfügbare und ein überqualifizierter, genau. Na gut, wir haben wieder Bedarf nach Wohngebieten und wir haben neues Geld für Straßen. Das heißt, hier hinten, was wir vielleicht erst machen sollten, so eine schöne, ach ja, die Brücke. Wir sollten hier mal ein paar Wasserrohre entlang ziehen. Na, mach doch mal den richtigen Winkel, das gibt's doch nicht. Halt, dann machen wir das halt. Was macht der denn? Ist es so schwer jetzt einfach mal... Starten wir halt von hier. So. Ach, guck mal, da geht's auf einmal. Da geht's dann auf einmal. So, und hier können wir natürlich auch die Wasserrohre etwas optimaler platzieren. So. Und die könnten sich dann wieder an die Straße anbinden. So. Das reicht ja erstmal. Da können wir jetzt hier Fettwohngebiet hinballern. So, bam. Yay. Wir haben zwar keinen Strom, aber egal. Zack. Und hier vorne würde ich dann wieder Einkaufspassagen hinmachen. Die sind dann wieder 4 breit. So. Und das können wir dann wieder ganz gemütlich ausfüllen. Achso, Moment, die Ecken dann nicht. Warum der immer seine Ecken hier reinbaut? Klar, hier siedeln sich Leute an. Würde ich auch machen, ganz klar. Hier gibt's nichts, aber... Pff, ansiedeln, yay. So, habt ihr dann alle Wasser? Jo, hättet ihr. Strom ist dann wieder so eine andere Sache. Ich glaube, das ist besser, wenn wir den Strom von hier aus abzwacken. Ich hoffe jetzt, der baut den nicht direkt über die Straße. Ne, okay, Glück gehabt. Und hier so setzen wir das einfach daran. So, dann habt ihr Strom und dann habt ihr noch kein Wasser. Das holen wir uns aber von hier oben. So. Das sieht keiner. Normal müssten wir es eigentlich hier unter der Straße durchziehen, aber na gut. Und Wasserrohre sind extrem teuer. So, ja, ja, ist doch gut, ihr habt Wasser. Alles mit der Ruhe. Was ist es jetzt auf der Karte? Noch ist nichts zu identifizieren. Was könnte das hier sein, wenn man es so rum anschaut? Ich sehe immer noch die Schildkröte. Hier haben wir noch unseren Hasen und das da. Apropos Buslinien. Bräuchten wir hier oben eine? Ja. Eigentlich ja, wir könnten auch eigentlich hier noch eine gebrauchen. Aber na gut. Wir können auch eine machen, die hier so nach da fährt. Ist aber egal. Wichtig wäre auch eine Buslinie nach hier. Das wird dann die Nonplusultra-Linie. Halt. Die hält hier an jeder Kreuzung einmal. Na toll. So. Dann fährt die nach hier und hält dort jedes Mal einmal. Was ist das denn? Ja Mensch, wer hat denn hier die Straßen gebaut? Das würde ich ja gerne mal wissen. So, 0. Und dann geht's hier wieder zurück, so. Die Frage ist, zu welchem Ort lassen wir die fahren? Zu dem oder zu... Na, zu beiden eigentlich, ne? Halt, dann machen wir hier innen so eine Rundstrecke. Einmal da lang. Ist eigentlich ein blödes System, aber na gut. So, wir können schon mal Fahrzeug entfernen spammen.
Du wirst jetzt dunkelblau, weil ich das sag. Oder wir machen so eins in hell. Geht auch. So, was ist denn jetzt? Fahrzeuge. Achso, okay. Naja, zwei dürften reichen. Und dann nochmal in die genau andere Richtung. Zack, 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 zack. Und dann hier oben nochmal. Ich glaube, das werden wir dann später auch, wenn wir die hohen Gebäude freigeschaltet haben, als Hauptstraße, als Hauptstadt verwenden. Genau, und hier reiht der Zweitbusse ein, das ist in Ordnung. Ach Mist. Wir müssen ja noch umfärben. Und dann wird die halt so ein dunkelblau dazu. Exakt das Gegenteil, so. Und von wo aus starten wir jetzt eine Linie? Ich würde sagen, wir sind clever. So. Nee, warte mal, wie war denn das jetzt? Man musste das anders machen. Man konnte nämlich auch so eine Umlenkstation ganz einfach bauen. So. Und dann hat man hinten dran einfach eine fette Straße gesetzt. So eine zum Beispiel. Das ist halt so klein wie möglich. So. Und dann hat man hier eine Umlenkstation. Das sieht gar nicht so kacke aus. So. Genau, und jetzt bauen wir hier einfach. Können wir die Busse hier reinbauen? Naja. Könnt ihr auch da draußen lassen. Und starten dann hier einfach eine neue Linie und die werden schon umsteigen. Hoffe ich mal. Machen wir eine Linie, die hier hinfährt und dann... Die hält dann wirklich nur an den Punkten hier. Die hält nur hier und fährt wieder zurück. Also eine Linie, die sich an sich überhaupt nicht lohnt, vom, wenn man Geld machen will, von dem her. Und die Linie ist dann einfach... knallerot. So. Okay, viele Busse macht Sinn. Ich würde sogar noch ein paar hinzufügen. So, halt. Und jetzt nochmal so eine Linie. Und die fährt natürlich genau, ihr ahnt es bereits, nach hier unten. Ich denke mal nach hier so. Ne? Ja. Und die hält dann genau einmal hier. Und dann wird sie wieder hochfahren. Ohne woanders zu halten. Und damit man das zusammenhalten kann, kriegt die hier ein Dunkelrot. Wo sieht man das jetzt mal? Na. Hier. Ist dann doch ein bisschen zu dunkel. Vor allem, jetzt kann ich das hier wieder nicht umschalten. So, das muss gehen. Das wird schon reichen. Und hier machen wir auch ein paar mehr Fahrzeuge rein. So. Oh, man sieht, dass die Sonne aufgeht an dem wunderschönen Konstrukt. Oh, das ist aber echt schön gemacht. Lass mich doch zu meiner Stadt. Schnipp, schnipp, schnipp. Ach ja. Doch, hier ist es schon echt schön. So, dann könnten wir noch eine Buslinie machen, die hier runterfährt, oder? Ich weiß nicht. Wenn sich das dann nicht lohnt, können wir die wieder wegmachen. Aber momentan machen wir erstmal eine. Und die fährt dann hier in das Zentrum. Wir haben hier kein wirkliches Zentrum. Fährt die halt nach... Dann richten wir hier noch ein Zentrum ein und lassen die erstmal dahin fahren. So. Dann haben wir diese neue Stadt, die wir noch benennen müssen, ganz wichtig, haben wir dann erschlossen. So, und der wird dann so ein rot-rosa. Nee?
Okay, reicht, ist egal. Und der kriegt auch noch ein paar mehr Busse. So. Das heißt, ich hoffe mal, dass die Leute, wenn sie hier aussteigen, dann auch dahinter laufen. Was habt ihr? Nicht genügend Arbeiter. Ja. Also ausgewiesen ist, aber wenn ihr halt nicht wollt, dann nicht. Achso, und wir können jetzt auch die Ach ja, schön. Hä, wo ist das denn jetzt? Da. Oh, knapp, da ist es. Flup, flup, flup. Und der Bus, der quält sich hoch. Oder der Lastkraftwagen. Ist es ein Bus? Nee, ist ein Bus. Doch, ist ein Bus. Und der müsste jetzt wieder rüberschnippen, ne? Hui! Ach ja, schön. So eine neckische Spielerei. So, ihr habt natürlich alle reihenweise schöne Probleme. Das ist mir herzlich egal. Wir ziehen jetzt erstmal ein fettes Feld hier drumherum. So. Bäm. Und zack. So. Lafayette-Hügel. So hieß doch schon unser anderer Ort da unten, den ich übrigens mal umbenannt hatte. So, Moment mal. Jetzt holen wir mal schnell unser Handy und googeln mal nach einem wunderschönen Namen. Und zwar nennen wir diese Stadt jetzt einfach Dottingen. Dottingen, das klingt schön beschissen, das können wir nehmen. Dottingen, mit D. Dottingen. Wenn ihr in Dottingen wohnt, herzlichen Glückwunsch, hier baue ich euren Mist nach. Voreingestellter Stil. Machen wir New York, komm schon, hau raus. Jetzt bauen die sich natürlich wieder alle weg, es sei denn, die gehören zu New York. Ich glaube nicht, dass der zu New York gehört. Na, ich lasse mich mal überraschen. Ja, das ist, glaube ich, auch eher ein bisschen was anderes. Das hier? Keine Ahnung, das... Nee, das ist auch eher was anderes. Sag mal, was... Nein, nie mit Mods spielen. Oh. Moment mal, vielleicht machen wir das mal kurz anders. Und zwar, Na? Oh, so wenig lässt sie mich nur bauen. Na gut. Dann haben wir wenigstens eine bessere Haltestelle hier. Ja, das ist deutlich besser. Wer weiß, was man hier noch hinbauen kann. Hätten wir vielleicht auf die andere Seite machen müssen. Moment mal. Da. Na, Straße. Straße. Warum lässt er mich nur so eine fette Straße bauen? Ich finde eine ganz zärtliche kleine Straße. Na, komm. Ach, Mann. Ja, gut, dann bau halt eine große Straße. Ist okay. Halt. Und dann bauen wir hier eine wunderschöne von diesen Straßen entlang. So, ich denke mal, das reicht auch als Bushaltestelle. Und dann werden wir das Ganze hier jetzt einfach mal umlegen. So. Die Frage ist, sind dann die Menschen... Ui, jetzt haben wir 5000 Leute. Mal sehen, was bekommen wir jetzt? Aha, Ölindustrie. Tourismus. Das ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, wenn wir hier hinten dann in der großen Stadt Tourismus machen. Vielleicht bauen wir uns echt hier so eine Riesenstadt hin. Und wir haben die ganzen Tourismusparks freigeschaltet. Wir haben die großen Gebäude. Okay. Den Umsteigplatz, den können wir vielleicht hier hinbauen. Das ist dann, denke ich, mal eine bessere Alternative. Und, ja. Ah, ja, genau, die ganzen Warnungen haben wir jetzt auch. So. Huch, jetzt laufen die Menschen hier dann hin und her. Ah, wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Na komm, käst euch mal aus. Wo wollt ihr denn jetzt lang? Hä, was?
Einmal hin, einmal her. Ja, Hallöchen hier im Endscreen. Mittlerweile muss ich ja sagen, sind wir doch echt schon gut weitergekommen mit der Stadt. Also die ersten Leute wohnen jetzt schon im neuen großen Gebiet und es werden wesentlich mehr. Wir haben diesen Zwischenschritt geschäftige Kleinstadt erhalten und natürlich auch Busse gebaut. Also neue Stadt, neue Busse, das ist ganz klar. Irgendwann werden wir natürlich auch noch Züge, U-Bahnen, Straßenbahnen, Flughäfen, noch mehr Taxis, noch mehr Busse. Wir werden alles bauen und alles vernetzen und hin und her, dass keiner mehr durchsieht.